Douce France, cher pays de mon enfance. Hey, bonjour miteinander. Da sind wir schon wieder in Assassin's Creed Unity. Nein, jetzt bin ich zu spät gekommen. Ja. Das ist jetzt nicht so optimal gelaufen. Ich glaube, ich hätte sollen eingreifen, bevor die ihn killen. Ah ja, ey, willkommen zurück da übrigens da bei Assassin's Creed Unity. Wieder da in Paris, immer noch mit dem Arno. Und ja, jetzt, oh nein, warte, da wollte ich das anschauen. Jetzt habe ich da vorne gerade irgendetwas gesehen. Der nächste Missionsanfang und da steht: Nach fast einem Jahr Ausbildung ist Arno endlich bereit, ein vollwertiger Assassine zu werden. Jetzt muss er nur noch eine letzte Übung abschließen. Ja, klingt gut. Ich glaube, das machen wir gerade so. Den Aussichtspunkt könnte ich vielleicht noch mitnehmen, aber wir gehen einfach straight jetzt dort hin. Und ey, wenn es jetzt schon wieder ein Jahr vorbei ist, dann müssten wir jetzt den Juli 1790 haben. Und ja, was ist in einem Jahr Revolution jetzt noch alles passiert? Jedenfalls, mal, da habe ich glaube letztes Mal schon gesagt, im Oktober müsste dann eben der König ist dann der Sturm auf das Schloss Versailles gewesen. Da haben sich ja auch 20'000 Pariser irgendwie zusammengerottet und haben wollen den König nach Paris holen. Der König eben, sie haben satt gehabt, dass so ein grosser Abstand zwischen ihnen und dem König ist. Also man muss sagen, ja, Versailles ist ja irgendwie 20, 30 Kilometer oder so vor Paris. Deswegen, das ist auch irgendwie von... hat jetzt mein Handy da irgendwie... da geläutet, oh mein Gott, sorry. Ja, von 20, 30 Kilometer vor Paris ist ja das Schloss Versailles. Das ist so extra... Das hat Louis Gattos ja errichtet und das ist ja auch so beabsichtigt gewesen, dass eben der Adel und der König da schön Abstand vor dem Pöbel haben. Weil eigentlich sonst vor dieser Zeit ist der Louvre, das ist ja heute das Museum für Kunstgegenstände, also ich glaube auch Mona Lisa ist im Louvre unter anderem. Ja, und das ist aber zuerst die Residenz vom französischen König gewesen. Und ja, wie hat der Tag da ausgesehen? Da sind dann eben, haben sich da ganz viele Leute zusammengerottet, vor allem da die Fischweiber von Paris, das ist eigentlich einer der Protagonisten dort gewesen. Oder wie Poissonnais oder Poissard, irgendwie so hat man die geheißen. Ja, eben die Fischfrauen. Und das sind so wirklich von der untersten Kaste gewesen, die Frauen, die halt eben so, die sind mit riesen Messern eben bewaffnet gewesen, zum eben Fisch zerteilen und so. Und die sind auch durch Kisten schleppen und eben die körperliche Anstrengung, also Arbeit, sind die auch sehr muskulös gewesen. Also mit denen hat man sich nicht wollen anlegen, mit diesen Poissards. Ja, und dann eben, dann sind sie ja irgendwie zum Schloss Versailles gekommen. Dort haben sie die Wache niedergemacht. Das ist eben, glaube ich, der letzte Kampf dann von diesen Sans-Suisse gewesen. Die 100 Schweizer, eben 100 Schweizer von den Schweizer Gardisten, die sich dann in Versailles dort haben müssen zerhacken lassen oder zerhackt worden sind, wie man es auch sagen will. Ja, ja. Zu dem könnte ich mal ein eigenes Video machen, denke ich. Wie heißt die Mission? Die Mission? Schwing deinen Arsch in Position und stell keine Fragen, Pisspot. Wieso nennst du mich immer Pisspot? Ohne Scheiß. Ja, Missionsschwierigkeit. Die Mission. Da. Ja. Attentate aus der Deckung. Die Wachen töten und die Glocke sabotieren. Ja, das ist noch ein Element wie aus dem Black Flag. Warte, schaffe ich es da einfach? Genau. Ich glaube mal, das ist jetzt mal am einfachsten. Und kann ich da pfeifen? Nein.
kann man da nicht mehr pfeifen. Das war im Black Flag irgendwie so der Shit gsi. Ja, wie mache ich das aus der Deckung heraus? Ja, ich glaube, das ist doch nicht so ein... Irgendwas läuft da schief. Kann ich da mich anschmiegen? Ach, sinnlos irgendwelchen Wildgänsen hinterher zu jagen. Kann man so... Ist das jetzt was gewesen? Ja, ich glaube, das hat funktioniert. So, jetzt gehe ich da auch noch rum. Ja, ja, aber die Revolution ist jetzt ja wirklich im vollen Gange. Die Vereinigte Volksversammlung, oder wie sie sich da irgendwie genannt haben, die hat endgültig jetzt die Macht übernommen. Ich kann mir da nicht mehr pfeifen, das ist ein bisschen... Das ist ein bisschen kacke. Aber ja, eben die Vereinigte Volksversammlung, oder wie die sich nennt, die hat jetzt endgültig die Macht übernommen. Und da gibt es auch sehr verschiedene, wie sagt man, Fraktionen. Da haben wir ja die Jakobiner, die heissen so, die haben sich irgendwie das St. Jakobskilo oder vom Jakobsorden oder so, wie das heisst, haben die sich dort, haben die eben dort ihre Abhandlungen oder ihre Diskussionsrunden gehabt. Und ja, da haben wir auch noch die Girondisten, also eben, jetzt nochmal zu den Jakobinen. Die Jakobinen, das, die gehören eher zu den wirklich, Augenblick, das ist seltsam. Na? Die Jakobinen, das sind eher die, die wirklich Hardliner. Und dann haben wir noch... Ja, yeah. Haben das Zusatzziel müssen machen, sorry, gell? Aber eben, da haben wir noch die, die Jakobiner, die sind eher sofort die Hardliner. Und dann haben wir noch die, die Girondisten. Das sind eher die Gemäßigten. Und dann haben wir so Leute auch noch wie die Saint-Culottes. Sir Guillaume de Roussel hat gütigerweise Culottes, das ist eben die Hosse gewesen, was sie dort getragen. Und eben Saint-Culottes sind, die haben sich das eben dann daraus ausgezeichnet, dass sie eben nicht so lange, nicht die komischen Hosen tragen, sondern eben lange Hosen. Seht zu, dass es glatt läuft. Und die haben sich eigentlich auch als wahre Volk, also wirklich als Durchschnittsvolk, als Vertreter vom durchschnittlichen Franzosen gesehen, sozusagen. Mörder! Diese Bastarde, Leibwachen. Und? Ja. Nächstes Mal erledige das, bevor einer losschreit. Warum verweilen wir hier, solange dieser Siver noch lebt? Er tötete Monsieur de la Serre. Geduld. Siver ist nicht unser Ziel. Nicht heute. Komm schon. Der Rat wartet auf unseren Bericht. Da muss ich was klauen? Den Beweis plündern? Ja. Rauchbombe. Drücken Sie, um Rauchbombe auszuwählen. Räucher sie aus, Pisspot! Genau so! Wirf die Mitte und kommt jetzt mit Knarren, ne? Warum sag ich überhaupt ich genau etwas? Guter Versuch! Ich schnapp dich! Komm, mach auch noch! Komm schon! Yes. Ist das jetzt richtig gewesen? Könnte besser laufen gerade. Söder. Verdiene deine Sporen. Ja, ist jetzt gut. Ja, komm. Quelque chose. Pourquoi? Ja,
Nein, aber es kommt jetzt der. Ja, da muss ich mich irgendwie gerade ein bisschen konzentrieren. Plündere das Shit. Da. Still. Shit. Wow. Okay, danke für den Overkill. Das war jetzt relativ nice gewesen. Mach. Gut. Mord, Patrioten. Diese Narren legen sich mit jedem an. Sie dürfen uns nicht bemerken. Halt ja, wir sind ja vorne auf. So unauffällig sie die ganze Zeit. Ja. Ausweichen, das spielt keine Rolle. Es kommt immer ein Fanatiker nach. Du kannst nicht jeden retten, Pisspot. Welch äußerst tröstlicher Gedanke. Extremisten in Rot schikanieren die Bevölkerung. Sie werden von den Templern bezahlt. Die Extremisten können sie erkennen und sind überall und sie überall in der Stadt angreifen. Vorsicht, Leute! Remy hat Monsieur Apinos Leiche in einem Innenhof nicht weit von hier entdeckt. Mit aufgeschlitzter Kehle. Oh, eben. Da geht's ja so ab. Oh ja, eben, die Revolution ist auch so von sehr, sehr viel Willkür geprägt. Nein, eben, da hat's ja eben, ich habe ja vorhin von den Girondisten erzählt, die sind ja eh zum Teil noch gemäßigt gewesen, aber da sind ja, da hat's ja der grösste Teil von der Revolutionsbewegung, die sind eigentlich auch richtig, richtig radikal gewesen. So wie die, eben, die haben auch das Christentum wollen abschaffen und grundsätzlich wollen ausrotten. Deswegen sind auch so viele Priester und Geistliche und alles Mögliche auch gestorben, oder? Ja. Nein, komm gar rein. Yes. Und die haben sogar eben dann schlussendlich sind so weit gegangen und haben auch den christlichen Kalender ja irgendwie auch abgeschafft. Also ja gut, aber schlussendlich hat sich das nicht durchgesetzt. Aber eben, der Sturm von der Bastille oder der Tod des Königs schlussendlich, eben, ich weiß nicht, die sind dann. Wo ist jetzt die Sau? Ah, dort hin, ah, der ist schon so weit. Ja, eben, sie haben dann natürlich eben noch den christlichen Kalender haben sie dann auch ersetzt. Da hat es dann 3 Wochen gehabt, den Monat, an 10 Tagen. Weil dann hat es auch, keinen Sonntag mehr gegeben, oder? Also wirklich eben einfach auch das Christentum sozusagen wollen ausrotten. Oder allgemein die Religion. Und dann haben sie auch denen dann auch völlig neue Namen gegeben. Oh oh. Ja, was ist? Kampf der Fraktion, ja. Wachen in Blau, greifen Extremisten in Rot an, immer als Erster. Und vermeiden sie selbst dann. Ja. Ich kann eh wollen einfach weglaufen. Aber ja, eben, sie haben auch den Monat, haben sie völlig auf, neue Namen gegeben. Dass du dich nicht überanstrengst. Aus April ist Floreal zum Beispiel geworden, so wie ich es noch im Kopf habe. Oder aus dem Juli, wo wir jetzt sind, ist Thermidor geworden. Ja, und jetzt sind wir da in unserem Assassinen versteckt. Da treffen wir sie wäre nach einem Jahr und du lässt ihn gehen? Nur weil sein Name nicht auf einem verdammten Papier stand? Es ist die falsche Zeit. Zu viele Variablen, zu viele Unwägbarkeiten. Ja. Und genau. Wenn wir ihn wieder verlieren? Er wird morgen in Notre Dame sein, wenn er sich an den Plan hält, den wir fanden. Das hättest du eher sagen können. Geil, ist doch da wieder wie ein völliger Vollidiot. Aber der Arnaud ist ja auch ein bisschen ein Hitzkopf. Ich weiß es nicht, aber ich glaube nach der Assassin's Creed Lore, er wird nie, glaube ich, irgend so ein Grossmeister oder Anführer. Ich glaube eben, er verlässt schlussendlich dann eh Paris. Aber ja, zu dem kommen wir ja später noch. Ja. Mit dir kann ich handeln, ja, ich weiß. Was passiert als nächstes?
Wir bringen dieses Buch mit den Templer-Daten zu Mirabeau, der wie gewohnt nichts damit anfangen wird. Du scheinst ihn nicht sonderlich zu mögen. Er ist Politiker. Er sieht sich als großen Friedensstifter. Er glaubt, er könnte den Krieg zwischen Assassinen und Templern beenden, die Revolution zu einem glücklichen Ende bringen und Hunde und Katzen friedlich zusammenleben lassen. Und das ist schlecht? Es ist ein selbstgerechtes Hirngespinst. Die Templer sind schwach wie nie, seit Jacques de Molay verbrannt wurde. Und wir verfolgen zweitklassige Schmuggler. Und all das, weil Mirabeau sein Vermächtnis schützen will. Was? Monsieur de la Serre glaubte an einen Waffenstillstand. Ja. Und was hat es ihm gebracht? Ja, das ist natürlich auch ein Argument. Eben, der Mirabeau, das ist irgendwie ein Politiker, der würde, ich glaube, eher zu den Girondisten, glaube ich, zählen. Eher einer, der noch gemäßigt ist. Und ich hab immer mit dem Marat verwechselt, irgendwie. Ein Marat, das ist ein Typ gewesen. Ich weiß nicht, ob man den noch irgendwie auch noch da werdet sehen. Die Schöner Frankreichs können wieder beruhigt das ist ein Typ, der hat den Lamy, den Peuple, irgendwie rausgebracht. So eine pro-revolutionäre Zeitung. Da hat er immer eben zum Köpfen und zu Hass und zu Gewalt aufgerufen. Hätten wir uns nicht von diesem Waffenstillstand einlullen lassen, wüssten wir es jetzt. Er hat recht, Honoré. Der Waffenstillstand bestand mit Großmeister de la Serre. Der Mann starb vor 2 Jahren. Wer immer nun das Sagen hat, seid sicher, dass er nicht untätig ist. Wir wüssten vielleicht mehr, hätten wir Siver nicht entkommen lassen. Siver war dort? Ich weiß, euer Herz will gern den Frieden wahren. Doch brächten wir Monsieur de la Serres Mörder zur Strecke, wäre das auch etwas wert, oder nicht? Ja, wäre es. Doch verwechsle deine persönliche Vendetta nicht mit einem durchdachten Plan. Wenn er Templer töten will, lass den Templer töten. Ich habe ihm alles beigebracht. Er ist bereit. Also dann, Assassine. Begib dich zur Notre-Dame de Paris und finde dort den Templer-Agenten Charles Gabriel Siver. Ergründe sein Geheimnis und ist dir das gelungen, bringst du ihn zum Schweigen, im Einklang mit unseren Regeln. Ja, Erinnerung abgeschlossen. Belohnung, Nummer 2 von diesen Punkten. Jo, jetzt muss ich aber da wieder aus dem. Jetzt muss ich da wieder aus dem Dingens da raus. Ne? Alles in Ordnung, mein Freund? Ja. Bei mir ist immer alles bueno. So bueno, wie es halt in der Französischen Revolution kann sein. Psst, hier. Ja, das habe ich jetzt nicht gelesen. Ah, da kann man jetzt Coop spielen. Es werden Köpfe rollen, ja. Ich weiß nicht, vielleicht sind da eben wirklich noch ein paar Leute aktiv. Das würde mich noch wundern, aber ja, das machen wir jetzt gerade nicht. Da kann ich, glaube ich, das DLC dann betreten. Das Café-Theater erkunden. Oh, gehen wir doch zuerst mal da über Sur le Pont. Sur le Pont d'Avion. Hey! Das gehört dir nicht! Hey! Haltet ihn fest! Wie kannst du es wagen? Ja, das sind Massenereignisse. Kann ich ihr das. Ja, okay. Ich kann es dir, glaube ich, eh nicht geben. Ich konnte nur daran erinnern, dass er so Sachen nicht zu machen soll. Steht da etwas auf dem? Interagieren. Le Patriot. Ne? Das ist auch. Das war wahrscheinlich auch Dingens. Wie heisst es? Revolutionäre Zeitung. Aber eben, ich habe vorne ja über den Lamy de Peuple irgendwie da. Referiert, der Freund des Volkes heißt ja das übersetzt.
Jo. Eben, und ich habe da den Mirabeau eben immer mit dem Marat, also verwechselt, also eben Mirabeau, Marat. Ja, das kann ja durchaus mal passieren. Aber ja, der Marat ist auch eine sehr wichtige Person in der Revolution, oder? Einer, der halt eben wirklich die Masse können anstacheln und zu sehr viel Hass aufgerufen hat. Ah, okay. Boom. Das ist jetzt glaube ich gut gegangen. Sie haben den Rang Elite-Rekrut erreicht. Okay, ich glaube, das war relativ gut gewesen. Eieiei. Ja, ja, das gab. Die Schlägerei gab mich nichts an. Aber eben, es ist schon ziemlich faszinierend. Es ist auch so crowded da überall. Also, mein Gott. Ich weiß ja nicht. Also, eben, es ist so pumpenvoll. Schau mal das an. Eben, das ist eben schon heftig am Assassin's Creed Unity. Aber warum die eben so stumpf gerade bei der Notre Dame machen, keine Ahnung. Wahrscheinlich, ich weiß nicht eben, wie es jetzt bei der Notre Dame ausgesehen hat, aber eigentlich im Laufe der Revolution sind ja ziemlich alle Kirchen geplündert worden. Man hat Altäre aus den Kirchen gerissen. Und ja, eben, man hat Priester hat man gelüncht. Was hast du ein Problem? Ein Ernst? Fuck you. Lass die armen Leute nur. Oh, Gückeli. Le ciel soit sur vous. Tous mes remerciements. Ja, ja. No. Wie sagt man irgendwie gern geschehen? Tous mes remerciements. Ah, keine Ahnung. Ich weiß es gerade nicht mehr. Das andere. Das französische Wort für gern geschehen, hätte ich jetzt da gerade gern gesagt, aber. Jo. Jetzt wäre da schon wieder da der nächste Missionsanfang. Ich glaube, der erste Attentat. Ja, komm. Den machen wir im nächsten Part. Da mache ich jetzt nochmal einen Cut. Danke fürs Zuschauen und bis bald. Merci. Douce France, cher pays de mon enfance.